Hallo Freunde, heute geht es darum, welchen Durchschnittsverbrauch ich mit dem Toyota Auris Hybrid auf den letzten 4000 oder schon über 4000 Kilometer erzielt habe. Und ich muss sagen, die Fahrweise war dabei sehr durchwachsen, auch von Stadt bis zur Landstraße bis Autobahn, wobei ich sage jetzt mal Autobahn wird wahrscheinlich 70%, also den Löwenanteil haben. Ist jetzt reingeschätzt. Und auch jetzt nicht unbedingt, also nur mit 100 km/h unterwegs gewesen, sondern kann man schon sagen, 120, 130 ist jetzt kein Rasen, aber immer, also auf jeden Fall gut unterwegs. So, jetzt schauen wir uns mal den Verbrauch an. So, und da sehen wir es, 4,6 Liter auf 100 Kilometer. Finde ich persönlich sehr, sehr gut. Bin wirklich sehr damit zufrieden. Also fantastischer Wert. Man sieht ja die Preise. Auch wenn es ein gewisses Auf und Ab ist. Ich denke mal, die 1,20, die werden wir nicht mehr sehen, die wir vor ein paar Jahren noch hatten. Also ich denke mal, mit diesen 2 Euro 1,80, da müssen wir uns definitiv mit abgewinnen oder ab zufrieden geben, sage ich jetzt mal. Und von daher denke ich mal, also mit dem Verbrauch kann man auch gut leben. Ja, kurzes Video heute, nur einfach mal zeigen, was wirklich geht mit reeller Fahrweise, also ohne jetzt groß sparsam zu fahren, wirklich reell. Und ja, bin jetzt mal gespannt. Ich habe jetzt Winterreifen drauf gemacht. Die sind etwas kleiner als die Sommerreifen. Sommerreifen hatten die Größe 225, die Winterreifen 205. Mal sehen, ob da noch was geht. Jetzt muss man aber auch sagen, im Sommer ist es halt wärmer und da fährt man grundsätzlich bei Wärme sparsamer, ne? Naja, das wird sich halt mit der Zeit zeigen, was es heißt, mit Winterreifen zu fahren. Ja, Freunde, von meiner Seite war es das. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, danke für eure Abos und Likes.